Lori, wir brauchen noch einige Dinge von dir für den Rückzugsort an der heißen Quellen. Wir brauchen eine angetriebene Pumpe, damit das Wasser sich bewegt, und ein Heizgerät, damit es warm bleibt. Schaffst du das? Du musst mit den Damen im Forschungszentrum sprechen, um Baupläne zu erhalten. Mein Wort. Okay. Junge, Junge, Junge. Darf ich aber auch erstmal eins fertig machen, bevor hier irgendwas anderes... Vor allem mit der Kettensäge hier. Achso, dich habe ich schon angekrabbelt. Ich will dich nicht nochmal ankrabbeln. So. Warum trage ich hier eigentlich diese komischen Aluplatten hier mit mir rum? Ist ja egal. So. Kopfsalat. Ist er fertig? Status überprüfen? Nee, der braucht noch ein bisschen. So, hallöchen, meine Käsekätzchen, und willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Portia. Ja, ich bin hier schon voll am Machen, Motoren und alles so. Wir brauchen immer noch Aluminiumplatten, 20 Stück. Ich habe 11. Also, wir müssen noch ein bisschen schuften für unser Paddel. Zack. Lara, Lara, Lara. Und, naja, ein paar sind noch hier. Ups, nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. Und... So. Aluminiumplatten. Wir können drei wieder machen. Machen wir auch. Sonst war alles hier fertig. Okay. Guti. Wir müssen noch Petra fragen. Das machen wir gleich sofort. Das schaffen. Schieb mich weg. Konnte man durch den jetzt nochmal füttern hier. Nahrungsmenge. Gut, habt ihr noch. Oh, wir müssen ja noch was gucken. Wir wollen ja auch noch einen Lama zähmen. Ach, ging ja nicht, glaube ich. Meine Kiste war doch kaputt. Oh, wir haben hier wieder eins. Hm. Ach nee, speichern können wir nicht. Füttern. Zähmen. Ich will es zähmen. So, jetzt muss ich gucken. Wie wiegen das nochmal? Voll konzentriert. Ich bin hier ein bisschen voll konzentriert. Oh. Oh, jetzt bin ich außer Fahrt gekommen. Fang erfolgreich. Ja, wir haben einen Lama. Ui. Kann ich das jetzt in die... Kann ich das jetzt auch an den Stall tun? Naja, dann rennen wir mal mit unserem Lama hier rum. Ein buntes Lama. Reiten. Okay. Ja. Wir haben ein buntes Lama gefangen. Super. Hm. Achso, wir sollen ja Petra fragen. Jetzt können wir mal... Zack. Interagieren. Was kann ich mit dem Schäfchen machen? Mit interagieren? Kann man bestimmt streicheln, ne? Feines Lämmerchen. Streicheln. Ein Pferd ist
Lahm, wir nehmen lieber ein Lama. Kann man das auch noch umbenennen? Buntes Lama. Wir brauchen. Warte mal, Lama, wir müssen mal kurz. CD, 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 CD. Haben wir aber auch. Und Müll hier drin. So, ich suche immer noch CD. Nee, das sind die Brillenkäse. Ich vertausche die immer. Wir müssen ja Petra fragen, nehmen wir das bunte Lama, das wird gleich schon wieder weg. Ist aber schnell, also hätte ich das nicht gedacht. Unser schönes Reittier. Zack. Lama. Ei. Bleib mal da stehen. So. Petra, wo ist sie denn? Ach, da ist sie. Steht sie da hinten? Hallo. Der neue Leuchtturm am Hafen ist schön. Wusstest du, dass Menschen früher kleine Mini-Leuchttürme auf dem Meer schwimmen hatten? Du brauchst eine Wasserpumpe und ein Wasserheizgerät für das Gasthaus an den heißen Quellen? Die angetriebene Pumpe sollte kein Problem darstellen, weil Port ja bereits eine für die Wasserversorgung verwendet. Wegen des Heizgerätes müssen wir mal sehen. Ich brauche 5 Datendisks, um mir bei der Forschung zu helfen. Achso, ups. Petra, komm her. Tolle Arbeit, ich werde mich sofort mit an die Forschung ranmachen. Gut. Eigentlich warten wir jetzt auch nur. Hey Remington, wie findest du mein Lama? Die Sicherheit von Port ist meine oberste Priorität. Wenn irgendwas Verdächtiges auffällt, sag es mir einfach. Ach, diesen Mist haben wir doch schon zigmal. Ja, das müssen wir mal ein bisschen trainieren, ne? Ist aber lustig, auf dem Lama zu reiten. Da sind schon 2 Reittiere. Hui! Aber damit kannst du ein bisschen höher hüpfen, ne? Interagieren? Kann ich das zurück in den Stall schicken? Gut. Stall. Buntes Lama. Das können wir doch trainieren, ne? Geschwindigkeit können wir trainieren. Das Pferd ist ein bisschen angepisst. Können wir das auch umbenennen? Lama, buntes Lama. Buntes Lama hört sich doof an. Nehmen wir Pauschi. So Pauschi. Spirit müssen wir mal noch machen. Okay. Den nehmen wir gleich mit. Ich will die füttern. Jetzt müssen wir ein bisschen Kopfsalat können wir die noch hingeben. Apfel haben wir nicht. Müssen wir mal noch ein paar hin. Komm her, Spirit. Voila. Spirit. Oh, wo ist diese? Pauschi können wir erstmal da lassen. Zack. Aber ja, ich weiß, ich habe dich schon lange nicht mehr angekrabbelt. Müssen wir mal machen. Oh, mein Spirit. Ein schöner Spirit. So. Jedes Tierchen müssen wir ankrabbeln. Na gut, wenn wir jetzt mal sehen, wo wir jetzt noch hingehen. Wir könnten theoretisch. Nee, können wir nicht, ne? Süße kleine Lamas. Habe ich ja jetzt auch. Hey Sam! Ich will mit dich mal unterhalten. Es gibt viele Unterströmungen unter der Sternenlichtinsel, deswegen können wir mal mit unserem kleinen Boot nicht hin. Goodbye! Bye bye, Entschuldigung, dass ich jetzt gestört habe.
Heute ist der Angeltag, der Angeltag, der Angeltag. Heute ist der Angeltag. Bin gespannt. Oh ja. Hallo. Vom Rathaus. Der 19. Dezember ist der Tag des strahlenden Sonne. Wir laden euch alle herzlich ein Geschenk für die Stadt vorzubereiten, das Birnbeck vor dem 18. zu bringen. Am Festtag werden die Geschenke wie immer an unser Luftschiff werfen. Ja, wunderschön. Mhm. Hey, Mann, wo kennst du Baupläne? Ja, okay, aber ich will erstmal den Dampfer machen. Achso, hier. Ich will erstmal den Dampfer machen, bevor wir hier irgendetwas anderes machen. Wir könnten eigentlich auch mal zum Angeltag gehen. War ich großartig noch nie. Ich habe aber keine Würmer. Ich nehme den Pauschi. Komm, wir nehmen Pauschi. Pauschi braucht ein bisschen sozialmäßiges. Apropos Pauschi, wir müssen sie mal streicheln. Na, wir müssen ja auch schon ein bisschen. Yo. Macht keine Geräusche. Stummes Lama. Ich hätte zwar auch das andere Lama nehmen können, hier dieses komische, als wäre bestimmt noch ekelhafter. Ja. Benzin aufgebraucht. Auftanken. Ich habe nur noch einen verdichteten Energiestein. Das bedeutet, ich muss umgehend irgendwo fighten gehen oder wir gehen. Ja. Eine Raupe? Entweder ich muss wieder unbedingt irgendwo mal fighten gehen. Hopp. Mal gucken. Bin ich blöder? Ich kann doch jetzt noch drei Platten machen. Aber kann das sein, dass das Lama etwas schneller ist? Kann ich noch drei machen? Da haben wir 17. Und wir gehen jetzt mal zum Angeltag. Gehen wir mal hin. Also ich muss sagen, man ist mit dem Lama um wesentlich schneller. Wo ist denn jetzt hin das Angelding? War das nicht meistens immer noch genau? Ach so. Jetzt aber irgendjemand auch noch. Hier. Alu. Was will ein Alu von mir? Hallo, hallo. Hey, wir haben einen Auftrag für dich. Es ist nicht kompliziert. Muss aber schnell erledigt werden. Bist du dabei? Worum geht's denn genau, Schatzi? Letztens kamen Leute zu uns und sagten, dass jede Nacht gegen Mitternacht seltsame Geräusche vom Friedhof kommen. Es sind ein paar Verrückte draußen, die aus irgendwelchen Gruppen versuchen, Menschen zu erschrecken. Was? Noch eine Legende, die wahr ist? Was? Legende? Auf keinen Fall. Das sind wahrscheinlich nur ein paar Punker. Aber was sie auch machen, sie stören den Frieden und ich muss etwas unternehmen. Kannst du Pflanzen, Kokons und Holzbretter für uns sammeln? Ja, klar. Gut, bis dann. Wie viele brauchst du denn? Lama, komm mal her. Ja, wie viele Holzbretter brauchst du denn? Wilder Kokon, Pflanzen, 23 Stunden Holzbrett. Zwei kriege ich ja wohl hin. Vor allen Dingen, das ist übelst nicht übersetzt. Prepare Materials. Ja. Naja, gut. Dann gehen wir mal weiter zu Alu, würde ich mal nochmal sagen. Gehen wir wieder zurück. Der hängt ja bestimmt noch da hinten ab. Ey, Schatzi, Hasi, Pupsi, Mausi. Hallo. Gut gemacht. Dann sollten wir auch ein paar Bösewichte fangen. Okay. Was?
Warum habe ich den jetzt hier drin? Zum Grab gehen. Ach so. Ah, okay. Wo müssen wir da jetzt hin? Da hinten hin. Gut. Dann gehen wir mal da hinten hin. Dass das Lama nicht einkracht, das wundert mich. Oh nee. Das arme Lama. Jetzt haben wir den gesamten Angeltag verpasst. Naja, was soll's. Wir nehmen die Abkürzung. Hui! Über die Koppel hinweg. Hui! Das Lama kann aber gut springen. Wir laufen und laufen. Das Lama kann ziemlich gut springen. Sind wir nicht hier sogar schon am Friedhof? Da sind wir. Das Lama hüpft erstmal nach vorne weg. Lori hat alles, um die Falle aufzustellen. Das wird nicht nötig sein. Was meinst du? Es ist nicht überraschend, dass die Brüder Hass und Hass hinter all dem stecken, aber als Remington und ich ankamen, waren sie hier, gefesselt und bereit zum Abtransport. Es fehlte nur noch eine kleine rosa Dekoschleife. Die schon wieder? Aber wer hat sie gefangen? Sie sagten, sie seien von einem maskierten Mann mit Schwert angegriffen worden, der unglaublich geschickt gewesen sei. Remington hat sie schon zur Zivilgruppe zurückgeschickt. Den einzigen hilfreichen Hinweis, den wir vor Ort gefunden haben, war, naja, ein Pfannenwender. Ein Pfannenwender? Seltsam, Sam. Gehen wir zurück zum Büro der Zivilgruppe, um herauszufinden, was die beiden sonst noch wissen. Lori, du hast heute gute Arbeit geleistet. Wenn du Zeit hast, könntest du herausfinden, ob der Pfannenwender irgendeine Rolle dabei spielt. Vielleicht gehört er jemand aus dem Dorf, der hier war. Da ist ein Schild auf dem Pfannenwender. Vielleicht sollte ich Django dazu befragen. Okay. Pauschi, komm mit. Upsala. Der Angeltag ist auch fertig. Braucht nicht nochmal hinzurennen. Also müssen wir jetzt Django befragen. Wo ist denn der überhaupt? Mission, ne? Ja. 23 Stunden haben wir Zeit, aber das brauchen wir nicht. Wo ist denn der? Das hier, dürfte falsche Stelle. Ach, hier in Villa der heißen Quellen. Was ist das andere? Was habe ich denn? Ein Geschenk für die Feier. 15 Stunden haben wir noch. Naja, gut. Den Dampfer bauen wir gerade. Was kriegen wir denn? Eine Militärsuniform und Geld. Okay. Ist aber nicht mehr so weit weg. Wir nehmen jetzt erstmal Geld. My spatula. How did you get it? Oh, mein Pfannenwender. Woher hast du ihn? Er lag am Friedhof neben dem besiegten Kriminellen. Bist du der maskierte Mann? Also einige Rätsel bleiben besser ungelöst. Du hast alle Probleme im Dorf gelöst. Du bist ein Held. Ein Held? Nein, ich wünsche mir nur ein wenig die alten Tage zurück, als ich als Ritter glänzte. Auf jeden Fall denke ich, bleibt das am besten unter uns beiden. Helden wirken magisch auf böse Mächte. Ich werde es keiner erzählen, wenn du es geheim halten willst. Vielen Dank. Sag mal, Django, was ist denn aus dem Glanzapfel? Glanzapfel? Bist ein bisschen alt, um an Märchen zu glauben, oder? Und mein Pferd, deine Pferde backte mir schon wieder im Gesicht rum. Ich habe einen Giestein in einen Apfel gefunden, nachdem ich neulich diese üble Schweinsnaseneule übermannt habe. Vielleicht war es das dein Glanzapfel? Ich verstehe. Schade, dass Dodie so etwas tun muss. Ach so, das interessiert mich nicht, das ist schon. So. Hätten wir diese Sache auch gelöst, jetzt lösen wir noch die andere Sache. Wo müssen wir denn jetzt hin? Jetzt ist er da rein. Echt aus Versehen Django angeklickt da. Glanzapfel. Hallo? Oh, jetzt sind hier so viele Leute. Gell, du wachst gerade so schön an deinem Stuhl. Beschenken. Ja. Ah, another one of
Ein weiteres. Ich bin sicher, dass die Feier zum Tag der strahlenden Sonne in Barnarok ein wenig anders ist. Hier gibt es Luftschiffstrahlen. Ich glaube, da fing alles an. Ja. Du brauchst die Geschichte nicht jedes Mal dran zu sagen. Entschuldigung. Hier sind mir zu viele Leute. Naja gut, ich sag jetzt auch erstmal Schau und Miau. Bis zum nächsten Mal bei My Time at Party, ja? Und ja, dann geht's hoffentlich bald mal weiter, dass wir den Raddampfer fertig haben. Ich werde vielleicht erstmal so lange vorspielen, bis ich die drei anderen Platten noch fertig habe. Außer es wird noch zwischendurch was passieren. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao, ciao.